Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind gerade im Wald. Ich wollte ein neues Video drehen. Und zwar Malinois als Familienhund. Ja, das ist quasi der Oberbegriff, weil mich auch immer wieder Leute auf Instagram fragen, ob ich das empfehlen kann, wie es generell mit Sky lief. Und ja, da würde ich jetzt gerne einfach mal was zu sagen. Bleibt dran! Erster Punkt, und zwar, ob ich diese Rasse empfehlen kann mit Kleinkindern oder generell in einer Familie. So an sich spricht nichts dagegen. Ich weiß auch, dass die Rasse einen bestimmten Ruf hat, was auch nicht unterschätzt werden sollte. Ich habe mit ihr wirklich im ersten Jahr sehr viel durchgemacht. Sie ist jetzt eins. Und es war 80% der Zeit wirklich einfach nur absolut anstrengend. Vor allem mit kleinem Kind, was 3 ist. Also vor allem das, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das war sehr, habe ich sehr unterschätzt. Ich dachte, ich habe da mehr, ich schaffe das besser. Ich habe es ja geschafft, aber ich habe es mir so schwer nicht vorgestellt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Sky ein sehr hohes Energielevel hat. Ich weiß nicht, ob, wenn ich zum Beispiel andere Kanäle sehe, die auch einen Mali haben als Familienhund, muss ich ganz ehrlich sagen, und die nur ein paar Tage, die gehen sonst ansonsten halt viel spazieren, klar, aber die dann nur alle paar Tage mal ein bisschen Kopfarbeit machen, das würde bei uns nicht in Frage kommen. Die würde mir Amok laufen zu Hause. Die macht zwar nichts kaputt, aber ich merke es an ihrer Art, dass sie einfach super unruhig ist. Da ist ja aber auch jeder Hund anders. Und ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht. Ich sollte ja eigentlich nicht von diesem Wurf einen Hund bekommen. Aber der Vater ist auch sehr, hat ein hohes Energielevel von ihr. Deswegen war es eigentlich abzusehen. Was ich nicht schlimm finde, ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Ich habe 2 Jahre lang recherchiert, 2 Jahre lang abgewägt, was das Richtige für uns ist, ob diese Rasse das Richtige für uns ist. Und ich empfinde es immer noch als klares Ja, wenn man die Zeit dafür hat. Man braucht am Anfang einfach ultra viel Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass ein Vollzeitjob einfach nicht ideal dafür ist, außer man ist zu Hause, Homeoffice oder so. Für manche funktioniert es vielleicht, ich pauschalisiere das jetzt hier nicht, ne? Also so war es halt bei uns. Und ja, es ist mega hart, bin ich ganz ehrlich. Also wenn das irgendjemand verschönigt, bei uns hat es vielleicht noch mal ein bisschen länger gedauert, bis wir da viel mehr Ruhe reingekriegt haben, weil wir einfach einen Flitzebogen als Kleinkind zu Hause haben, der genauso eine hohe Energie hat. Jede schnelle Bewegung, alles, jede Stresssituation, man selber, wenn man mal lauter wird, weil das Kind Ärger bekommt oder so, das hat sie sofort hochgepusht. Also ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dementsprechend bin ich natürlich auch viel, viel ruhiger zu Hause mit allem umgegangen. Wenn die Klingel geklingelt hat, stehe ich erst nach 5 Sekunden auf. Wenn mein Kind wieder Blödsinn macht, was mich auf die Palme bringt, werde ich nicht laut. Das hat uns so enorm weitergeholfen in vielen Situationen, dass sie einfach zu Hause auch so viel Ruhe bekommen hat. Ich musste so viel Kopfarbeit mit ihr machen, das erste Dreivierteljahr. Das war schon heftig.
jeden Tag, also mindestens Kopfarbeit, wenn ich, wir haben auch immer meistens, also wenn ich dran denke, einen Ruhetag, den gebe ich mir dann selber auch mal, wo auch mal kein Ball gespielt wird, wo nicht viel gemacht wird, aber ich merke am nächsten Tag, wie ein Fass, was überläuft. Also ich kann zum Beispiel mit ihr auch nur eine gewisse Zeit Ball spielen, weil sie sich so hochsteigert in vielen Situationen, dass sie irgendwann so abdreht. Also ich gebe ihr immer so 10, 15 Minuten Ball pro Tag quasi. Außer jetzt an unserem Ruhetag. Und ansonsten ist dann auch Pause, weil wenn wir nicht frühzeitig aufhören, dreht die völlig am Rad. Also es ist, die übernimmt sich dann einfach im Kopf und dann muss ich frühzeitig aufhören. Also dann die Pubertätszeit. Wirklich, also da habe ich echt gedacht, was mache ich falsch? Das war wirklich die reinste Katastrophe. Sie hat gemacht, was sie wollte, hat absolut nicht gehört. Und man hat auf jeden Fall gemerkt, dass die Synapsen ausgesetzt haben. Kind ist auch noch so eine Sache. Die beiden haben sich, glaube ich, erst vernünftig miteinander arrangieren können. Ich glaube, nach der Pubertät fing das an. Sky hat keine Bindung, also sie wollte immer in seiner Nähe sein, aber in seiner Nähe zu sein, war ihr dann trotzdem wieder zu stressig. Und nach der ersten Hitze, nach der Pubertät, hat man es schon extrem gemerkt, dass die beiden richtig zueinander gefunden haben und auch einen Weg gefunden haben, miteinander klarzukommen. Sie interessiert sich jetzt gar nicht mehr für seine lauten Spielereien auf dem Boden, Rumschmeißereien, was auch immer. Und er ist halt, wenn sie bei ihm ist, immer... Er passt schon ein bisschen auf jetzt mehr. Also das ist schon schön mit anzusehen, wie da beide sich entwickelt haben. Ja, habe ich auch gemerkt, dass sie extrem magenempfindlich ist. Das habe ich jetzt auch schon öfters gehört bei Besitzern von Mallis, die einfach auch Probleme haben, was den Magen angeht und viele Futter gewechselt haben, weil der Hund es nicht vertragen hat. Das habe ich bei ihr leider auch. Ich habe jetzt aber auf ein Futter umgewechselt, was extra für Sporthunde und Diensthunde ist. Sie ist einfach so aktiv und sie verträgt es bis jetzt sehr gut. Ja, wir hatten jetzt eine Ohrenentzündung mit den Stehohren. Ich wusste nicht, dass das so ein großes Problem ist. Ich gebe den Hunden von der Schwiegermutter meines Bruders Kolloidiales Silber. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder Kolloidiales. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber es wissen bestimmt einige von euch. Das ist wirklich das Heilmittel schlechthin, muss ich ganz ehrlich sagen. Für alle, also für uns als Familie und für die Hunde. Die Mia hatte zwischen ihren Beinen Entzündungen. Die sind davon weggegangen, das ist einfach extrem. Sie kriegt morgens 2 Milliliter, abends 2 Milliliter und ich sprühe die Entzündung nochmal ein und es geht einfach weg. Bei Sky mache ich das genauso seit der Ohrenentzündung und es geht einfach weg. Ich sprühe es zwar nicht im Ohr ein, aber ich mache es auf dem Zeva und dann reibe ich das damit ein. Aber ich finde es halt extrem, wie empfindlich sie dann doch ist. Das ist auch noch super extrem ist. Sie ist sehr empfindlich an ihren Pfoten. Wenn sie aber so Ball spielt, denke ich mir manchmal so, kein Wunder. Die geht wirklich manchmal in alle Viere und rutscht über den Rasen, um den Ball zu kriegen. Also, das sieht aus, das ist echt ein Bild für die Götter. Ich muss das eigentlich mal aufnehmen. Kosten generell, muss ich sagen, ja, ich würde sagen, ganz normal, Durchschnitt. Dadurch, dass sie jetzt das Futter gewechselt haben, die kriegt jetzt so ein Aktivfutter, gut verdaulich,
blabliblub mit Hühnchen und Seelachs oder so. Oder Seefisch. Ich weiß es nicht. Und das hat auch noch mal viel gemacht. Sie hat es auch von Anfang an gut vertragen. Sie hat tatsächlich auch ihr Futter, ihr altes Futter, weil ich wollte das langsam anfüttern, hat sie ihr altes Futter einfach übrig gelassen und das neue Futter nur gegessen. Also habe ich direkt umgestellt, weil ich habe da keinen Sinn drin gesehen. Ja, ich würde sagen, so im Monat kosten mich beide Hunde ohne Tierarztbesuche schon so um die 250 Euro. Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. An Leckerlis, Futter, Futterergänzungsmittel, Öle, was auch immer ich noch zum Futter beimische. Ich kann es den Leuten empfehlen, sich diese Rasse zu holen, die definitiv die Zeit haben, die eine gewisse Konsequenz mit sich bringen, musst du, sonst hast du verloren. Eine gewisse Strenge, musst du, sonst hast du verloren. Die tanzen dir sonst wirklich auf der Nase rum und das ist wirklich, wirklich, wirklich so. Auch wenn du krank bist. Wenn man krank ist, kann man nicht einfach sagen, bei einer Mia könnte ich jetzt sagen, ich bleibe einen Tag zu Hause, die geht nur in den Garten. Bei einer Sky kann ich das nicht machen. Vielleicht höchstens einen Tag, danach nicht mehr. Ich war jetzt letzte Woche krank. Ich habe mich wirklich rausgeschleppt, ne? Weil die mir sonst komplett auf den Sack gegangen wäre. Und saß dann auf einem Stuhl im Garten mit dem Wurfarm und habe da geworfen. Ne? Das sind alles Dinge, die muss man einfach auch beachten. Das sind keine Hunde, die man mal eben so durchbringt. Du musst einiges an Arbeit da reinstecken, dass dieser Hund so ein toller Hund wird, wie er werden kann. Und das war, glaube ich, jetzt auch mein Schlusswort. Ja, es ist trotzdem immer noch die richtige Entscheidung gewesen. Ich liebe sie über alles. Also sie ist der Traumhund, von dem ich immer gesprochen habe, für mich. Die Rasse, die ich immer so mir gewünscht habe, ist auch genauso eingetroffen. Aber im ersten Jahr hätte ich schon ein paar Mal sagen können, nee, kann ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Definitiv. So, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Einen schönen Tag noch, wann auch immer ihr das guckt. Abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen da. Und ja, alles Gute euch. Tschüss.